Der Russeneinmarsch, das waren die ersten Elitegruppe, das waren Mongolen. Die waren alle zu Pferd, die eingestanden. Man hatte überall weiße Laken rausgehängt und so weiter. Und dann kam eine Welle, sie fingen an zu plündern. Ne? Frauen, also in Soldatenkleidung, die dann in die Häuser gedrungen sind und sich genommen haben, was sie wollten. Ne? Das war das Erste. Dann kamen die Russen, die Männer, haben die Frauen vergewaltigt. Das war ganz schlimm. Ich habe Sachen miterlebt. Also meine Mutter hat mich dann immer versteckt, denn die haben ja auch Kinder genommen. Wo wurden Sie versteckt? Im Garten hatten wir so ein kleines Häuschen so drin und dahinter war dann so lauter, sagen wir mal, Bretter und Stangen, was man so für den Garten braucht. Da hat sie mich versteckt, ne, dahinter. Auch noch ein anderes Mädchen. Ne? Uns ganz dunkle Klamotten angezogen, so lange Mäntel und so, also ganz versteckt und da alles zugemacht. Und da haben wir manche Nacht verbracht, denn die kamen ja immer nachts, haben an die Türen geklopft, nicht? Die müssten dann aufmachen, da wollten sie Ausweise sehen und dann haben sie sich irgendeine Frau, die ihnen dann gefiel, einfach mitgenommen. Ne? Und dann war das auch mal so schlimm, dass die Frauen sich, also die haben sich ja dann alle Haare mit Asche gemacht, dass sie grau waren, Zähne schwarz gemacht, dass wenn sie zahnlos wären, Kopftücher um, also alt gemacht. Ne? Und, aber die haben das auch gemerkt, dass es nicht so ist. Ne? Also die waren ja auch dahinter gekommen. Ne? Und dann waren wir, die Frauen haben sich dann alle mal zusammengeschlossen. Und haben gesagt, so, wir gehen dann raus aus unseren Wohnungen aus und gehen dann in ein Nachbarhaus. Und das war dann auch von einem Studienrat ein sehr schönes Familienhaus. Und haben sich alle Frauen dort getroffen. Und dann ging es nachts auch wieder los, dass dann so ein Russe da kam mit so einem noch Gefolge. Und dann war auch Lichtsperre, also es gab kein Licht. Dann haben die ja Taschenlampen gehabt, ne, rausgenommen. Und dann hat er sich eine junge Frau da rausgesucht. Und da war, es war noch ganz schlimm, der Mann, der war kriegsversehrt, der hatte ein Bein ab und einen Arm. Und die Frau hat er sich rausgesucht. Und wie uns Kinder hat man dann auch hinter den Schreibtisch mit Decken zugemacht, also und so weiter und durften nichts sagen und so, also versteckt überall, ne? Und ja, und dann ist die von dem vergewaltigt worden und ich hatte dann so eine Angst und ich habe gesagt, Mutti, ich muss mal auf die Toilette. Und er sagt, Kind, du kannst nicht. Der Russe ist noch da, ne? Naja, und dann haben wir dann gemerkt, dass er dann verschwunden ist und dann ist sie dann vorsichtig und hat gesagt, gut, ich gucke mal. Und dann hat sie gesagt, ja, komm, kannst du. Und dann habe ich diese Frau gesehen. Sein Bild, was ich nie vergesse. Die hatte einen schwarzen Krimmermantel an. Der war weiß vor lauter Flocken. Der hat die Betten scheinbar aufgeschlitzt, nicht? Die Federn. Also die hatte ein Federkleid an. Das Gesicht, das war so zerkratzt, ja. Und die Haare, ja, das Schöne dann, die waren wie auftupiert. So. Das Bild werde ich nie vergessen. Und die, meine Mutti dann und die Frau von dem Studienrat, die haben sie dann verarztet, weil Mutti ja auch ein bisschen, wie gesagt, Rote Kreuzschwester war und die andere Dame war auch Arzthelferin, nicht? Die haben länger. Der Mann hat mir so leid getan. Der war nun doch schon ein Bein und ein Arm ab und dann die Frauen. Das hat. Dem sind nur die Tränen gelaufen. Das war furchtbar, war das. Das sind so Szenen, die. Und dann haben wir erlebt,
Das war gleich am Anfang, der ganz junge Russe hat meine Mutter in den Keller geschleppt, mein Bruder rechts, ich links. Da hat er uns immer so mit so einem Gewehrkolben verhauen praktisch. Also wir wären auch nachher ganz blau im ganzen Körper und wollten meine Mutter im coolen Keller vergewaltigen. Wir haben Mutti nicht losgelassen. Und das große Glück war, unser Keller ging durchgehend, da war ein großer Luftschutzkeller. Und da kam ein Offizier, ein englischer Offizier, also vom Gefangenlager. Ne, viele Frauen haben sich einen englischen Offizier in die Wohnung geholt, dann kam kein Russe. Und der kam gerade aus dieser Wohnung und ist im Keller, weil er dieses Schreien gehört hat von uns und hat den dann verjagt. Das war Muttis Glück. Mhm. Aber wir waren fix und fertig in der Nähe. Also die Szene habe ich mit meiner Mutter erlebt. Mit einer Cousine habe ich erlebt, die wurde auch vergewaltigt, die bei uns gewohnt hatte. Die haben sie auch mitgenommen. Die kam wieder, die sah auch furchtbar aus. Also das sind schlimme Sachen passiert in der Zeit.